Ich war nie mit der Realität so arg konfrontiert wie in Amerika. Ne? Da geht es nur hopp oder drop. Da steht man nicht vor die Haare. Ich meine, wenn man in Wien steht, es ist toll, wenn die Leute kommen, die ich kenne. Ne? Aber ich meine, man kann ja fast schon jeden persönlich begrüßen. Ne? Und das ist ja von den Kritiker her, die kennt man auch schon seit Jahren. Die sind ja, eigentlich sind die Kritiker mehr oder minder ja voll befangen. Mehr oder minder. Fallen wir gleich mit der Tür ins Haus. Ronny Urini ist back, mehr oder minder. Denn inzwischen ist er schon wieder back in L.A. Dort hat sich Urini die letzten paar Monate aufgehalten. Wie es ihm da drüben so gegangen ist und was er so alles gemacht hat, das haben wir den Großeinkäufer im Second-Hand-Shop der Legenden bei seinem Kurzbesuch in Wien erst gar nicht lange fragen brauchen. Es klingt ja sensationell. Ich meine, es ist sicher nicht der Weg, den der Falco gegangen ist über Matthäus oder über den Kommissar. Ne? Das ist sicher nicht der Weg, den der Peter Wolf gegangen ist über den Zappa. Ne? Und es ist sicher nicht der Weg, den der Karl Ratzer gegangen ist, der eigentlich schon Plattenverträge gehabt hat. Ne? Zumindest habe ich das so gesagt. Es ist ein neuer, eigenartiger, brutaler Weg. Ronny Urinis transatlantische Kreuzwegstationen im Zeitraffer. Die österreichische Sängerin Dorit Kreisler möchte in Amerika eine Platte aufnehmen und dafür möchte sie Ronny Urini als Produzenten haben. Der setzt sich also ins Flugzeug und begibt sich nach New York. Aber bevor er dazu fähig ist, muss er erst seine ganze Wohnung, das Ronny Urini Gedächtnismuseum, zu Bruch schlagen. Das war die einzige Chance, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Und in dieser Woche mich verdammt unwohl gefühlt in dieser Wohnung und deswegen habe ich fliegen können. Die Platte wird aufgenommen, aber New York bringt's nicht so richtig. Ronny Urini erinnert sich an jemanden, den er in Wien beim Konzert von Sky Saxon kennengelernt hat. Mars Bonfire. Jenen Mann, der noch immer ganz gut von den Tantiemen für seinen Biker-Klassiker Born to be Wild leben kann. Heute logiert Bonfire in einem hübschen Bungalow in Los Angeles und schreibt Werbejingles für Volkswagen, obwohl er selbst besitzt kein Auto und schon gar kein Motorrad. Und diesen Mars Bonfire ruft Ronny Urini also an, sagt nur, da bin ich, kann ich kommen. Naja, so wie Marlene Dietrich. Na, ich meine, da kommt einfach ein Europäer, hat Kultur in sich. Ne? Bei den ganzen Konzerten hat Konrad Bayer kolportiert, hat die Geschichte erzählt. Und die, also quasi diese schöne Wiener Seifer, selbst mal Tradition. Schnitt, eine Garage in L.A. Mars Bonfire orgelt Tonleitern rauf und runter. Neben ihm ein fiebriger Urini, der jede verwertbare Idee aufschnappt. Den Kopf voller Flower Girls und Motorcycle Queens. Man hat viel gelernt, das war wirklich, also ohne den Aufenthalt in Amerika war ich immer noch, das war ich wahrscheinlich ein Wappler. Alles, was Ronny Urini und Mars Bonfire noch fehlt, ist eine Band. Glücklicherweise sind da noch weitere Exilösterreicher in der Nähe, nämlich Hans Platzgummer und seine Mannen. Dazu kommt noch ein Gitarrist aus New York. Zusammen nimmt man 12 Songs für eine LP auf. Dann sind wir ins Probestudio gegangen
und drei Tage probt worden und dann in zwei Tagen ist die komplette LP aufgenommen worden und zwei Tage für Overdubs verwendet worden. Und dann war es einmal so ungemischt fertig. Ne? Dann ist es in drei Tagen gemischt worden und in einem anderen Studio, eben beim Produzenten von Ike Turner, beim Gary Stern. Und dann ist gemastert worden im Tonstudio, wo die Madonna einen Tag vorher war. Und einen Tag später der Miles Copeland mit dem Stanley Clark. Das ist gemastert worden, aber da war nur ein Tag. Der Märchenonkel ist noch lange nicht am Ende. Im Studio trifft Ronnie Orini Greg Shaw, den Herausgeber des legendären Bomb Magazines, der natürlich alle Orini-Platten besitzt. Shaw ebnet den Weg zur nächsten Legende, zu Long Gone John, dem Impresario des Kultlabels Sympathy for the Record Industry. Drei Stücke werden auf eine Single gepresst. Eines davon hören Sie jetzt. I don't need you anymore, fuck off and die, die netteste Art, jemanden zum Teufel zu jagen. Ron Orini, wie sie drüben zu ihm sagen, and the Wild Bunch, featuring Mars Bonfire. Mr. Urinis erste weltweite Produktion. Nächste Aktivitäten, die LP auf den Markt werfen, Konzerte geben, unter anderem auch in Österreich, zu erwarten, Mitte Mai. In den USA existiert mittlerweile schon eine kleine, aber umso feinere österreichische Musikerkolonie. Was man sich lange Jahre gewünscht hat, ist nun Wirklichkeit geworden. Dass einige Leute mehr vorhaben, als nur einen dubiosen Kultstatus in Österreich zu erlangen. Einer, der verwegen genug war, um den Absprung zu schaffen, ist vorhin schon erwähnt worden. Hans Platzgummer und seine gegenwärtige Gruppe H.P. Zinker. Mit dabei am Bass Frank Pümpel, alter Weggefährte noch aus Capers-Zeiten. Diese Nummer ist letzten Dezember in Innsbruck entstanden, denn die Brücken in die Heimat hat man nicht hinter sich abgebrochen. H.P. Zinker, Don't Know What's Going On.
Den letzten Heimataufenthalt hat Hans Platzgummer auch genützt, um mit Andi Haller, dem Bassisten seiner früheren Gruppe Köb, ein altes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Stücke von Slayer mit akustischen Instrumenten neu interpretieren. Für Hans Platzgummer gehört Speed Metal zur, Anführungszeichen, internationalen Volksmusik der Gegenwart. Denn, so die Begründung, die nordamerikanische Musikantengruppe Slayer schrieb Lieder, die sich in vielen Ländern der Welt verbreiteten. Hans Platzgummer, Konzertgitarre, Andreas Haller, Kontrabass, aufgenommen am 4.12.89 in Wien. Böhm ohne Köb, Play South of Heaven. Nestled somewhere in time, suspecting victims, no warnings, no sign. Judgment Day, the second coming, a while. Before you see the light, you must die. Übergänge werden einem heute leicht gemacht, zeigen aber auch, wie in gewissen Zirkeln des österreichischen Underground sehr kommunikative und vitale Verflechtungen Einzug gehalten haben. Bands sind da keine geschlossenen Körper mehr, sondern bewegliche Andockstellen, jederzeit ohne Schaden demontierbar. Ein Umschlagplatz für musikalischen Tauschwarenhandel. Hier also die Überleitung. Böhm-Bassist Andi Haller ist zurzeit hauptamtlich als Schlagzeuger des österreichischen Trios Laut tätig. Und die sind momentan ebenfalls für ein paar Konzerte über den Atlantik gezogen. Bevor sie aufgebrochen sind,
haben sie uns noch einen Mitschnitt ihrer allerersten Konzerte hinterlassen. Und die liegen erst ganze 2 Monate zurück. Ein paar Leute sind da wahrhaft mobil geworden. Laut, live im Posthof Linz. Und gleich noch mehr Verflechtungen. Wenn Sie das letzte Österreich-Tonjournal gehört haben, dann wissen Sie auch, dass Laut ein Seitenprodukt der Gruppe IEP ist und dass Martin Reiter, der in beiden Formationen als Sänger und Gitarrist tätig ist, daheim in Schwertberg das hyperaktive Label Nur Scheiß Records leitet. Dort sind die zuletzt gehörten Nummern auch allesamt verlegt worden. H.P. Zinker, From Boston to Schwertberg. Eine Kassette, größtenteils live im Kanal Schwertberg aufgenommen. Katalognummer 06. Böhm ohne Köp, South of Heaven, Spill the Blood, Single. Katalognummer 04. Laut, zwischendurch abdrehen. Kassette, live im Posthof Linz und im WUK Wien. Katalognummer 07. Demnächst im Programm ein Konzertmitschnitt der Occidental Blue Harmony Lovers. Die haben übrigens für ihre LP House on Fire einen europaweiten Vertrieb ergattert. Semaphore Buddhist. Nun aber zu IEP, zu jener Platte, die wir Ihnen letztes Mal vorenthalten haben, die Single Jazz, Nur Scheiß Records 05. Hören Sie daraus den Titel Mother Told Me. We'll be right back.
Die guten Kräfte sammeln sich. Nicht nur im amerikanischen Exil oder in österreichischen Provinznestern, sondern auch in der Bundeshauptstadt. Genaueres über die Hardcore-Idealisten im Flex erzählt Ihnen Thomas Rottenberg. Folgen Sie den Bunthaarigen, die die U4 bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse verlassen, und Sie werden hinfinden. Ansonsten soll es Menschen geben, die das Flex wochenlang gesucht haben, ohne es zu finden. Kein prätentiöses Schild, kein Licht, nichts, was einem den Eindruck geben würde, dass hier in der Arndtstraße 51 jenes Lokal zu finden ist, das in den 4 Monaten seiner Existenz mehr Aktivitäten gesetzt hat als mancher Konzertveranstalter in einem Jahr. Ruhig und friedlich liegt die nächtliche Gasse da, bis sich die Tür öffnet und sie sich plötzlich in einer anderen Welt finden. Der Typ an der Tür drückt Ihnen einen Zettel in die Hand. Jetzt sind Sie Clubmitglied für eine Nacht. Links ein Graffiti-Marke, der Staat vernichtet uns alle, rechts die Bar. Dazwischen ein seltsames Konglomerat aus Großstadt-Desperados, Punks, Skatern und Hunden. Der Lärm und die verrauchte Luft verschlagen Ihnen zuerst einmal die Sinne. Doch am Weg zur Bar schnappen Sie doch einiges auf. Gespräch über Bands, von denen noch nie ein Mensch etwas gehört hat. Smalltalk über die letzte und die nächste Demo. Tipps, wie man sich der Polizei gegenüber verhält. Irgendjemand will Ihnen ein Buch verkaufen über Hausbesetzungen in Grönland. Ein Lokal, in dem das Bewusstsein zum Mobiliar gehört, versichert der Typ an der Theke. Name Tom, das genügt. Funktion, Mitbetreiber des Flex und der Konzertagentur Dead Mountains. Nebenbei noch Veteran der Hausbesetzer-Szene. Ja, wir wollen gute Konzerte und vor allem wollen wir sie ineinander verzahnen, also die politische Arbeit und Rockmusik. Ohne gewinnorientiert zu arbeiten, beziehungsweise zu sehr irgendwie auf kommerzielle Sachzwänge einzugehen. Also wir schauen durch, dass wir möglichst viel gratis hergeben können, also Fruchtsäfte oder irgendwas, und die Eintrittspreise möglichst niedrig halten. Und die politische Arbeit, die auch die Bands teilweise ausdrücken, irgendwie verzahnen mit politische Arbeit, was in der Stadt sowieso passiert und was unsere Leute immer schon ausgedrückt haben, also Häuserkampf, Obdachlosigkeit, das Ganze drumherum. Die Eintrittspreise nie höher als 50 Schilling, alkoholfreies gratis. Dennoch ist der Alkoholspiegel zumeist relativ hoch. Die wenigen Straight-Edgeler, die diese Stadt beherbergt, sind zwar da, gehen allerdings hoffnungslos unter. Das Flex ist für Besucher und Betreiber jedoch weit mehr als Hardcore-Konzertsaal und Beisel. Es ist Konzept. Manifest einer immer wieder totgesagten Gegenkultur und Bestandteil eines Netzwerkes, das in Österreich Kulturstätten wie den Schwertberger Kanal oder die Capo in Linz umfasst, aber auch international verwurzelt ist. Für mich war immer Vorbild ein gewisses Kulturzentrum in Oslo, das Blitz, wo einfach eine maximale Verzahnung erreicht worden ist von linksradikalen Initiativen bzw. musikalischen Initiativen und Mediengeschichten wie Sender, legale und illegale Sender. Und wenn man das natürlich auf den Punkt kriegt, kann man in einer Großstadt eine relative Energie und, man kann auch sagen, Gegenmacht entwickeln, wo dann irgendwie schon irgendwas rausschaut. Da sieht man in Oslo, dass das Haus halt irgendwie seit so und so vielen Jahren nicht geräumt werden kann. Es kann nicht geräumt werden, weil einfach die Kraft von der Gegenkultur so groß ist, dass sie so viel Widerstand aufbringt. Das ist aber nur dadurch geschehen, dass man einfach immer mehr vernetzt hat, vernetzt und verschiedenste kleinliche Vorurteile und alte Reibereien, die was oft an Vorstrafenregister gleichkommen von irgendwelchen Leuten, die in der Vergangenheit mal Scheiße gebaut haben, dass man die einfach aufgibt und eher nach vorne schaut und irgendwie im Auge hat, wie viel man irgendwie erreichen kann, wenn man das Ganze irgendwie auf einen coolen Level bringt, wo man möglichst viel Austausch hat. Offenheit für alles, vorausgesetzt es passt in die ideologischen Denkschemata des Kollektivs, ist oberste Doktrin. Dass die Bands, die bisher im Flex spielten, fast ausschließlich der geräuschintensiven Geschwindigkeitsschule angehören, ist nur logisches Resultat dieser Philosophie. In kaum einer anderen Sparte kontemporärer Musik wird das politische Herz so intensiv auf der Zunge getragen. Die Namensliste der bisher aufgetretenen Gruppen gibt nebenbei Aufschluss über die Relevanz dieses Lokales für die Musikszene dieses Landes. Von Obskuranten wie dem polnischen Big Chich bis hin zu No Means No, die übrigens in die Arena ausweichen werden, reicht das Spektrum der Acts, die die Flex-Besatzung und Dead Mountains nach Österreich gebracht haben oder in den nächsten Wochen bringen werden. Das Image, ein reiner Hardcore-Schuppen zu sein, widerstrebt Tom allerdings. Geplant ist,
das Flex nach und nach zum multikulturellen Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum heranreifen zu lassen. Derzeit ist das vordringlichste Anliegen jedoch, Nachbarn, die sich durch das ungewohnte Treiben in der bisher ruhigen Gasse gestört fühlen, zu befrieden. Die Lärmdämmung sei so gut wie fertig. Und wenn das Faktum Lärm aus der Welt geschafft ist, würde auch der allabendliche Polizeieinsatz obsolet werden, hofft man im Flex. Es gibt natürlich, wie damals in der Gassergassen, diese berühmten Beschwerdeführer, die was 3 Kilometer weiter wohnen und einfach rein von der Logik her einfach nichts mitkriegen können von diesem Haus in der Arnstraße, aber hin und wieder wahrscheinlich irgendwelche Bunthaarigen vorbeispazieren sehen und denen das einfach nicht ins Weltbild passt und die können das nicht verkraften und die müssen dann halt, vielleicht die sind dann sehr langweilig in ihrem Leben, die müssen halt dann irgendwie mit der Polizei Gespräche führen, wo sie versuchen eben Druck zu machen gegen das Flex, beziehungsweise irgendwelche Schmierbriefe aufsetzen an irgendwelche Magistratsabteilungen und dort ihre Schauermärchen irgendwie loswerden, aber dadurch ist das gar nicht so ernst zu nehmen. Man in der Konzerthalle herrscht dicke Luft, heiß und stickig, hoffnungslos überfüllt. Ein größeres Objekt hätten wir uns nicht leisten können, lautet die Entschuldigung. Dem Publikum ist es egal. Egal, dass das Mobiliar mehr als abgefuckt ist. Egal auch, dass die Sicht auf die Bühne durch von der Decke hängenden Boxen mehr als schlecht ist. Wer sich hier hereinwagt, kommt nicht des Komforts wegen, sondern um Zugehörigkeit zu manifestieren. Und nebenbei noch Bands zu sehen, die Wien ansonsten nur vom Hörensagen kennen würde. Dieser hier kennt Wien zwar, aber viel zu wenig. Fuckhead. My personality hates me. Thomas Rottenberg, Musicbox. Projekt, bei dem Dead Mountains Leute ebenfalls involviert sind, nennt sich Boiler. Erste Aktivität dieses Verbandes, ein Konzert in der Wiener Arena am 13. April mit 3 Wiener Bands, einer deutschen und einer englischen Gruppe. Der Erlös solcher Veranstaltungen soll für die Unterstützung von Fanzines, der Installierung eines Plattenlabels und überhaupt für diverse mediale Aktivitäten genutzt werden. Mit dabei bei der Boilernacht in der Arena auch Bomb Circle, in diesem Programm schon verdienterweise mehrfach abgefeierte Band aus Wien. Vorgriff auf die kommende Maxi-Single, allererste Coverversion von den Birds, I Wasn't Born to Follow, Bomb Circle. Where the trees are made of prisons.
Gemeinsam mit zweien der Bomb Circle-Leute habe ich vorgestern die faszinierendste oder, wie einer meiner Begleiter nicht müde wurde zu sagen, die genialste österreichische Band nicht nur dieser Tage erstmals live gesehen. Maische, das Trio aus Wien, Samstagabend in der Jazzgalerie Nickelsdorf. Wer sich an das vorangegangene Österreich-Tonjournal erinnern kann, der weiß, dass ich schon damals nicht mit Superlativen für diese Band gespart habe. Heute muss ich sagen, ich bin fast zu bescheiden gewesen. Maische haben den Live-Test souveränst bestanden. Eine Gruppe wie diese, die ihr Free-Rock-Spektrum einer so genauen Revision unterzogen hat wie diese, sucht nicht nur in Österreich, sondern auch über alle Kontinente hinweg ihresgleichen. Ganz plakativ gesagt, SST würde sich momentan alle Finger nach dieser Band Maische abschlecken. Leider gibt es keine neuen Aufnahmen. Leider augenblicklich zu wenig Kleingeld vorhanden, um eine Platte aufnehmen zu können. Hoffentlich aber demnächst zumindest in Wien einmal zu sehen. Maische, watch out for this band. Lassen Sie mich kurz einmal Luft holen. Luft holen für eine Gruppe aus Wien, die es softwaremäßig geschafft hat. Slim Jim. Muss ehrlich sagen, bin überrascht von dieser sehr feinen LP namens Bong. Slim Jim und All Mine. Why aren't you mine?
Slim Jim, in der Wiener Lokalszene bisher nicht richtig ernst genommen worden. Aber mit ihrer Platte bringen sie den Nörgler zum Schweigen. Feine Dinosaur Junior-mäßige Gitarrenlawinen neben gesitteten 60s-Harmonien. Interessant ist auch die interne Bandchemie, durch die so ein Nebeneinander wahrscheinlich erst entstehen kann. Der Sänger hat 5 Musik- und 4 Textcredits, der Gitarrist 6-mal Musik, 1-mal Text, der Schlagzeuger 2-mal Musik, 4-mal Text, der Bassist 3-mal Musik, 1-mal Text. Sowas mag ich immer gern, dass jeder etwas zu sagen hat, ohne dass man einen auf Gruppen dynamisch macht. Sympathy for Slim Jim. Yes, I knew you would be mine.